Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect in der Legendary Edition. Der Fuchs hat jetzt endlich mal Urlaub und das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet, ein guter Rollenspieler muss bingen. Deswegen bingen wir jetzt mal so gut es geht hier durch. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir im letzten Part aufgehört auf dieser Mondbasis und waren gerade dabei, die KI auseinanderzunehmen und sind in die nächste Base reingegangen. Kann das sein? Oder waren wir fertig mit der Base? Stocken die Map. Die Map sagt, da sind noch VR-Cluster. Das heißt, wir sind noch nicht fertig mit der Base. Es ist so ruhig und leer hier, findet ihr nicht? Hier gibt es mal keine Gegner. Das war mal entspannt. Oh, durchballern! Einmal die Tür öffnen. Ja, noch ist immer noch alles sehr ruhig. Ach, alles wird, ne? Man muss da entspannt bleiben. Ich habe da ein gutes Gefühl. Zack. So. Okay, und dann ab geht die Luzi. Jo, sehr nervig mit diesem Energieschild, ja, als wenn das irgendwas bringen würde, ne? Vor allem. Alarm! Zusätzliche Sicherheitsdrohnen werden aktiviert. Oh, das ist, das ist schlecht. Okay, ich sehe sie nicht, aber. Was für eine geile Systematik, so, du kannst halt auch einfach so um das Schild herumgehen, ne? Also ist jetzt ja nicht so, als könnte man nicht einfach so machen. Das ist komplett sinnlos. Aber da war ein Experte am Werk, wie sag ich das? Hochbegabte haben sich diese Sicherheitssysteme ausgedacht. Oh oh, da sind Drohnen am Start. So, Moment, dann machen wir direkt den hier. Erstmal den hier. Alter, ey. Wie war denn heilen jetzt nochmal? V, wir haben ne? Ja. Schilde verloren. Ja, ich sehe das schon. Wir haben auch fast unser Leben verloren, weil ich erstmal den Heilknopf nicht gefunden habe. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin irgendwie wurstig drauf, oder? Jetzt mal ernsthaft so. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt mächtig. Ich fühle mich auch ein bisschen wurstig, ne? Aber man muss wohl sein. So, dann machen wir noch ein paar. Jawohl. Grüße gehen an dieser Stelle auch nochmal raus an. Moment. Ich baller das erstmal kaputt, was so laut und dann können wir quatschen. Das plötzlich Auftreten von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das hat ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Okay. Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentstränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni Sie mit jedem Rang in Ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Okay, Spezialisierungsklasse auswählen. Ich kann entweder Sturmpionier wählen. Sturmpioniere sind hochqualifizierte Tötungsmaschinen, die in allen Kampfsituationen überragen. Verbesserte Gesundheit, Schaden. Nice. Fertigkeit Immunität, Barriere, Fertigkeit Adrenalinschub oder Kommando. Kommando, um ihre Gegner zu eliminieren. Vertrauen Kommandos eher auf tödliche Effizienz und präzise Angriffe, denn auf hohe Gewalt. Schaden mit allen Waffen erhöht, verbessert die Fähigkeit Immunität, Schützen und Attentat. Ja, nehme ich doch mal den Sturmpionier, ne? Immer feste Druff ist meine Devise, das kennt ihr ja. Na, stumpf ist Trumpf. So, und zwar jetzt aber erstmal gehen Grüße raus an die gute Kurin. Ihr erinnert euch ja an mein Leid mit den Behältern, die ich nie öffnen kann, weil... Ach, scheiße, Bruder. Ich will immer mit Shift rennen und dann holstert sie da halt wieder, ne? Entholstert. Und ihr kennt ja mein Leid mit diesen ganzen Kisten, die ich nicht aufkriege, weil ich zu doof bin. Und meine Vermutung war ja, dass wir den Technik-Skill hochbringen müssen. Das ist tatsächlich korrekt. Kurin hat mir das jetzt auch nochmal beigepoolt. Ich guck das noch bei jemand anders. Und der ist ja technisch ein bisschen... Ich sag so, mehr Micromanagement am Start. Grüße gehen raus an den Alex. Bei mir ist ja, ich bin ja zu faul, ne? Ich sag, wie es ist. Ich bin zu faul, alle die Leute einzeln zu skillen. Da hab ich keinen Bock drauf. Das ist mir so nervig. Ein guter Rollenspieler würde das natürlich tun, weil es ist ja dein Squad. Und natürlich willst du deine
Squad-Member so entwickle, wie das für dich passt, ne? Ach, ich bin einfach zu faul, sag wie es ist, ne? Das ist mir zu viel Micromanagement, wenn ich bei jedem Level-Up erstmal bei jedem Charakter wieder signieren muss, wie ich den skille. Nee, komm, lass mal der Computer machen. Und hat aber natürlich den Nachteil, dass wir nicht gezielt in Richtung technische Fertigkeiten entwickeln können, weil das ja der Computer macht. Und man könnte es jetzt ausschalten, aber ich würde sagen, wir leben einfach damit und dann geht es schon. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das für ein Ding? Zielort. Da ist irgendwie noch ein Zielort. Ich weiß nicht, warum. Wir fahren da jetzt mal hin. Ist die Mission denn abgeschlossen? Eigentlich doch schon, oder nicht? Wir waren in allen dreien drin. Also würde ich sagen, Mission erledigt. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Trümmer. Da fahren wir eben noch mal entspannt hin. Ne? Man muss auch mal ein bisschen über den Mond pilgern. Und wenn wir das dann haben, geht's wieder zurück. Ich glaube, wir nähern uns dann auch wieder zunächst dem Ende der Nebenmission und können dann mal endlich mit der nächsten Main-Mission starten. Bin ja ganz aufgeregt. Oh. Vorsichtig. Oh. Man muss doch mal entspannt hier runter eiern. Jawoll. Oh. Ja, du. Bin ruhiger Fahrer, ne? Sag ich, wie es ist. Ruhiger Fahrer. Schon immer gewesen. So, kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht auf, weil ich zu doof bin. Aber das sehen wir dann gleich, ne? Kuh war das, yo. Ich hatte wieder etwas Pause. Ich habe jetzt gerade erstmal Ratchet & Clank durchgebinged. Grandioses Game, also wenn ihr PlayStation 5 habt, wenn ihr einer der Glücklichsten seid. Ey, wer hätte es gedacht? Wir sind einfach zu dumm. Wie sieht's denn aus? Inventar. Ach, nicht Inventar. Kannst nehmen. Journal. Nee. Ja. Alter Squad. So. Wer hat denn hier Technikfertigkeiten? Hier. Erste Hilfe, Stasis, Elektronik, oh holy shit. Ja gut, okay. Läuft nicht bei Tiara. Und Garrus ist auch zu doof. Also wir brauchen jemanden, der elektronische Fähigkeiten richtig krass hoch hat, ne? Richtig der übelste Brain. Und ich glaube Tiara hier, die nicht Tiara, sondern die mit ihrer Maske. Wie heißt sie denn? Ach, wir werden es gleich rausfinden. Warte, jetzt gehen wir erstmal zurück zur Normandy. Zack! Und dann geht es schon. Wie heißt sie denn, die Kleine? Die ist eigentlich ganz niedlich. Die sich so für unseren Warp-Kern interessiert. Mal sehen. Warte, wir finden es raus. Ich glaube, wir müssen sowieso mal mit den Leuten wieder quatschen. Mal einfach nur gucken, ob es neue Dialogoptionen gibt. Moin. Ja, bitte, Commander. Alles klar. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Weitermachen, jawohl, Presley. Man. Du machst das echt klasse. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Alles nice and dandy. Wie sieht es aus bei Joker? Hat der noch was Neues? Immer wieder ein bisschen mit unserem Squad quatschen. Wir haben ja wieder viel erlebt. Da geht ja vielleicht ein bisschen was. Gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Orden sind nicht alltäglich. Deswegen bin ich nicht hier. Nee, machen wir. Orden sind nicht alltäglich. Meinen Arm aus einem brennenden Lavameer zu retten, ist ihr Job, Joker. Dafür, dass Soldaten ihren Job erledigen, bekommen sie keine Orden. Hab's kapiert. Ein einfaches Dankeschön und ein Stück Kuchen wären auch akzeptabel. Aber nicht mit Kokosnuss. Das Zeug kann ich nicht ausstehen. Dido. Also... Worüber wollten Sie sprechen, Commander? Eigentlich nicht wichtig. Nur mal kurz mit dir schnacken. Bis dann. So, dann gehen wir mal zurück zu unseren ganzen Squad-Members und schnacken mit denen mal eben. Mal gucken, wie es denen so geht. Ne, Situation spitzt sich ein bisschen zu. Moin. So. Okay, dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Wen haben wir denn hier am Start? Mit euch kann ich nicht reden. Caden. Na, Caden. Ich kann ihn irgendwie nicht ab. Weiß nicht wieso. Haben Sie jetzt Zeit zum Reden, Commander? Ich bin ganz Ohr. Lassen Sie hören, Lieutenant. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine Offiziere. Bis jetzt haben wir uns so gut wie an die Regeln gehalten. Aber wir sind weit entfernt von einer Verstärkung und stehen einige schwierige Entscheidungen bevor. Ich möchte nur sagen, lassen Sie sich ein Hintertürchen offen. Ich habe schon gesehen, was Grenzüberschreitungen anrichten können. Ich möchte nicht, dass Ihnen was Ähnliches passiert, Shepard. Commander? Shepard, wie zwanglos! Machen Sie sich etwa Sorgen um mich? Ist das eine private Bemerkung, Kaidan? Ich möchte niemandem auf die Zehen treten. Besonders wenn Sie... wenn ich Ihre Interessen missverstanden habe. Sie meinen Liara? Jemand? Sie meinen unsere junge Proteaner-Expertin? Ich glaube fast, dass sie älter ist als wir beide zusammen. Aber ja, das stimmt.
Es gibt da das Gerücht, dass sie an ihnen interessiert ist. Und nicht nur als Quelle für Daten über die Proteaner. Sie ist eine sehr interessante Lady. Nicht nach meinem Geschmack. Aber ich habe nie behauptet, ein großer Fan der Alien-Kultur zu sein. Sind Sie etwa eifersüchtig? Sie scheinen sich wirklich den Kopf über meine privaten Angelegenheiten zu zerbrechen. Es ist nur, wir haben im Moment nicht viel Freizeit. Ich bin gern in Ihrer Nähe, aber ich möchte Ihnen nicht Ihre Zeit rauben. Schluss damit, ich bin hier, nicht wahr? Nee, Schluss damit. Caden, bitte Konzentration, ich mag Sie nicht, ja? Schluss damit. Ich bin dieses Spielchen leid, Lieutenant. Es ist mir egal, ob Sie ein Problem damit haben, dass ich mich mit Liara unterhalte. Das geht Sie rein gar nichts an. Bäm, rein in die Fresse. Ja, Commander. Hatte nur etwas Rauschen auf meinem Kommen, habe wohl einige Signale falsch empfangen. Kommt nicht wieder vor. Ja, Caden. Kaidan. Haut's mal in die Kommentare, ob ihr den mögt. Ich mag den irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso. Also, ich werde ganz bestimmt auch nicht mit ihm eine Romanze anfangen. Bäh. Das lassen wir lieber. Dann lieber mit der Alienfrau. Die ist blau. Auf geht's. Shepherds Fach. Guten Tag, mal gucken, was bei Dr. Chuck was abgeht. Wie geht's Ihnen? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Kaidan hatten wir doch alles schon, ne? Oder? Hatten wir alles schon. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich muss jetzt gehen. So, Liara. Guten Tag. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Erzählen Sie mir mehr über sich. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Du, wir leben nicht so lange, wir haben nicht viel Zeit, ich muss hier auch noch eben mit Mass Effect fertig werden. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Ach, so alt? Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei ihnen und ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Einschüchternd? Sind Sie von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass Sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in Ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über Sie informiert. Ich weiß, was auf Arkuse passiert ist. Die Tatsache, dass Sie überlebt haben, beweist, dass Sie bemerkenswert stark sind. Sie hätten mich auch einfach fragen können. Ich hätte Ihnen das schon erzählt. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über Sie wissen, damit ich verstehe, warum Sie zu der Frau wurden, die Sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Das würde ich gerne glauben. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Lieutenant Alenko geben könnte. Caden ist etwas Besonderes. Es ist nichts Ernstes. Wieso kommen die denn auf die Idee, dass wir eine Beziehung haben? Ich hasse den Dude, ja? Sie ist nicht eine Frau! Es ist nichts Ernstes. Der Lieutenant und ich sind nur Freunde. Mehr nicht. Okay, dann habe ich mich geirrt. Ich bin wohl nicht so geübt darin, menschliche Beziehungen zu verstehen, wie ich gedacht habe. Aber was ist mit uns, Shepard? Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Das ging aber sehr schnell, ne? Erstmal zu Caden gelatscht und gesagt, Alter, sie hält jetzt mal die Schnauze, ich mag sie nicht. Und dann gleich zur blauen Alienfrau. Guten Tag, wie sieht's aus, Schnackseln? Also, ich muss sagen, wie es ist, ne? So sehr ich Mass Effect 1 auch mag
Und so sehe ich auch die Dialoge und da gibt's auch noch, kommt noch sehr viel Gutes, ne? Im Vergleich zum zweiten oder dritten merkt man halt schon, dass es der erste Teil ist, ne? Das ist, wirkt jetzt ja schon ein bisschen auf die Fresse stumpf, ne? Also zack, rein und gib ihm. Also, schon ein bisschen cringe fast, ne? Aber wie gesagt, das ist halt der erste Teil noch, das wird nachher viel besser. Also im zweiten muss ich sagen, wenn es auch darum geht, die Charakterentwicklung und so weiter, aber ich will gar nicht so viel reden, wir machen das dann, wenn der zweite kommt. Ne? Machen wir erstmal den ersten fertig. Ich würde natürlich sagen, ich fühle mich durchaus von ihr angezogen. Sie ist blau und glitzert so ein bisschen und so. Nein, Sie hatten recht. Da ist etwas zwischen uns. Ja. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Sie es auch spüren, aber kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich Ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es auch nicht. Liebe ergibt einfach keinen Sinn. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Sie geschehen einfach. Und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Bei Ihnen klingt das so chaotisch, so gefährlich. Ich werde Sie beschützen. Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Das ist alles ein bisschen viel. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Sie... Ich brauche etwas Zeit. Sie fingen doch davon an. Sehr gut, ich verstehe. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns vorerst über etwas anderes reden. Sehr gerne. Hatten wir alles. Auf ich Wiedersehen. Muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Tschüss. Das war doch ganz lustig. Also, kommt, also falls ihr euch gefragt habt, welche Beziehung ich eingehen werde, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Mein Favorite wäre natürlich Garrus oder Rex gewesen, aber die gehen den ersten Teil nicht. Oder kann man Rex daten? Geht, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, Rex kann man gar nicht daten. Der ist zu mächtig und unkompatibel mit Menschen. Aber den fände ich am coolsten. Commander Shepard und dann dieser riesige Rex. Das wäre doch voll cool, aber ja, man kann nicht alles haben. Riesiges sexy Alien-Monster. Nix für mich. Leider. Ach, ich bin immer noch begeistert über die Geschwindigkeit dieses Fahrstuhls. Es ist wirklich der schnellste Fahrstuhl, den ich in meinem Leben gesehen habe. Für den einen Meter. So. Garrus ist auf Platz 2, würde ich sagen. Ne? Also, wobei, ich würde wahrscheinlich eher Garrus nehmen. Rex ist halt auch cool, aber ist ja Garrus. Hallo. Commander, wie geht es Ihnen? Sehr gut, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Commander. Hau rein, ich bin nur gerade am gucken, weißt du, so ich quatsche mit den Leuten. Ashley, die mag ich übrigens auch nicht. Commander? Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Oh oh. Sicher. Ich hatte gehofft, Sie hätten kurz Zeit für mich. Nur unter uns. Natürlich. Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Weil Sie nicht der Allianz angehören? Wie meinen Sie das? Rücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sie trauen den Aliens wohl nicht, hä? Sie trauen den Verbündeten der Allianz nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man die Ratsvölker Verbündete nennen kann. Ja, sicher. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Warum so viel Misstrauen? Wie kommen Sie von seinen Mann stehen zu unsere Verbündeten schlecht behandeln? Ich habe nicht gemeint, dass wir sie schlecht behandeln sollen, Commander. Ich denke nur, wir sollten darauf vorbereitet sein, ohne sie weiterzumachen. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden Sie uns verlassen. Wie zynisch. Sie haben eine sehr pessimistische Sicht des Universums, Williams. Ein Pessimist ist, was ein Optimist einen Realisten nennt. Sehen Sie, wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Es ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Jetzt habe ich angefangen zu hassen. Ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Wer seinen Hund nicht als Mensch oder gleichberechtigt sieht, ne, hat für mich verloren. Verschonen Sie mich. Dies ist ein Allianzkriegsschiff, nicht das Parlament. Wenn Sie denken, die Erde geht vor, dann wählen Sie die Trockenlandpartei. Die Trockenlandpartei besteht doch nur aus Betrügern. Die Gründer hatten noch Ideale. Heutzutage spielen sie doch bloß die Xenophobie- und Bigotteriekarte aus. Ich hoffe, dass meine Gründe rationaler sind. Nein. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter,
Sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Besser zusammenarbeiten. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Gut. Ich bin froh, dass das kein Problem darstellen wird. Wollen Sie sonst noch etwas, Commander? Ich möchte, dass du Rex auf den Pöter küsst, bitte. Wegtreten, Chief. Bitte einmal richtig schön auf den Backen, ne? So, meine Lieben. Der Hahn hat ganz kurz gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Und ansonsten sehen wir uns dann ganz gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.